nation makes the Lord living in the massive big rock, and let God in place our nation makes the Lord. Lord Jesus, we pray in your name. You die on the cross for all people. And you have victory over hate. You have victory over everything what against you. And you knock down the devil. You step on his head. And we, your blood, cleaning all Europe and Russia and the whole world. Your blood clean everything. And this blood and this testimony we like to give to everyone in Europe. And now we're staying here in Warsaw 2015 on this ground. And here is the Bible school. Here is the place where people have served you and served you. And we stay here. The gospel, we will proclaim the gospel over Europe. Amen. Winning Europe for Christ. Amen. We can say it once again. Winning Europe for Christ. I think we say it 3 times. Winning Europe for Christ. Winning Europe for Christ. And then. Hallo, mein Name ist Roel Akkesson, Biker Church Europe, und ich möchte gern euch etwas sagen von diesem Treffen in Warsaw, Biker Church Europe. Wir waren mit mehreren christlichen Motorradclubs von ganz Europa, und das Ziel war auch, dass wir wollen mehr Bikerbeben verbreiten in Osteuropa. Und darum waren wir auch in uns versammelt in Warsaw hier im Februar. Und es war sehr, sehr ermutigend und viele gute Zeiten mit in Gebet, starke Gebetszeiten. Und wir haben auch draußen vor der Bibelschule
har vi uns getroffen zu Gebet und dann haben wir auch ein Schwert bekommen, die auch eine Symbolik ist für das Wort Gottes. Und wir haben diesen Schwert in die Erde reingesteckt und kurz danach hat jemand auch ein Foto gemacht und da war so wie eine Flamme auf diesem Schwert. Und das ist, glaube ich, der Geist Gottes, der möchte auch über Europa kommen. Und wir möchten auch euch alle, die das Film auch jetzt sehen, wir brauchen Unterstützung für die Biker-Bibel zu verbreiten in Europa. Und darum wollen wir auch dieses Video machen und auch zu zeigen, wir wollen jetzt das Wort Gottes in ganz Osteuropa verbreiten. Und wir planen jetzt, Biker-Bibel zu drucken in Tschechisch, auch in Bulgarisch, auch in Ungarisch, Rumänisch und Russisch sowieso. Dass wir weiter auch haben wir mehrere Exemplare schon gedruckt, aber wir wollen weitermachen. So bitte sei mit uns in Gebet und Unterstützung für die Biker-Bibel. Und die ganze Finanzierung läuft über Bible for the Nations. Sie bekommen nachher auch auf dem Film hier die Homepage und die Kontaktangaben. Wenn Sie da jetzt mit unterstützen wollen, dann können Sie gerne da in Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sehen, dass es sehr schwierige Zeiten jetzt sind für Osteuropa und auch Westeuropa, aber Gottes Wort, das Wort Gottes ist stark und ist ein Segen, Hoffnung, Liebe, Kraft, Mut. Jesus Christus ist das Beste, was wir geben können. Und er ist das Wort Gottes. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.